erstes Black Book. Berlin war eine Insel. Wir hatten zwar die längste Hall of Fame von der Welt, aber bis was durchschwappte, muss es dann halt doch schon irgendwie durch die DDR durchschwimmen, so, weißt du, so ungefähr. Ach, das ist hier die Sofa war eine ganz schlechte Aufnahme. Hier ist das erste Bild, also was sozusagen an dieser Riesenwand war. Das war so ein Subway, aber ganz schwer zu sehen. Ne? Das war das erste Bild, was wir 83 an die Wand gemacht haben. Ja, die großen Wände, also wirklich auch eine gewisse Berühmtheit in Berlin und von der Landwende zwischen Schöneberg und Friedenau, ja, also die haben wir das erste Mal, die war völlig unfreulich, ja. Und die haben wir zum Beispiel tagsüber gemalt, ja. Ich glaube, so 86, 87 gab es keinen männlichen Schüler, der nicht ein Writer war, der einen Tag-Name hatte. Das heißt, die komplette Schule, wir waren alle Tagger dann. So 87, würde ich sagen, 86, 87. Wo ich halt als ziemlich kleiner Junge so bei uns an der S-Bahn-Strecke zwischen Jochstraße und S-Bahnhof Schöneberg. Da habe ich die ganzen Bilder halt an der Wand gesehen und fand das halt so faszinierend, wie man halt so mit Farben und Formen spielt halt so, ne? Und dass das halt auch so dieses Outlaw-Ding hatte so. Die Berliner Mauerphase war schnell vorbei, weil ich war mir so blöd, eine anderthalb Stunden lang S-Bahn zu fahren, um nur an der Wand zu malen. Das haben wir, wie gesagt, am Anfang gemacht, weil wir schlecht waren und wir wollten nicht, dass irgendjemand die Bilder sieht. Dann später durch Bundesplatz war es um die Ecke, konnte ich mit Fahrrad hinfahren. War halt immer so ein kleines Battle. Ich meine, Hip-Hop ist immer ein Battle. Und also darauf basiert es eigentlich. Und eigentlich das erste große Piece hatte ich damals gemalt, das war das Creators. Das haben wir mit Skinny Cap gemalt. Wir hatten damals noch nicht mehr Fat Cap, also mit Standard Cap. Und das war schon groß. Da haben wir gesagt, boah, ist das riesig. Shaq und Amok, die haben dann schon, ja, so 88, so haben die dann noch schon in so eine kleine andere Linie gefahren. So, weil ich kenne ja die ganzen Bilder von Amok, weil der hat mir damals den Negativ gegeben und ich habe alles entwickelt. Und da waren dann die Styles, die gingen dann schon in eine andere Richtung dann schon. Für mich war jetzt nicht damals wichtig, wie viele Bilder hast du in deinem Album oder wie groß sind die, sondern ich habe mich intensiv mit dem Style, mit dem Buchstaben beschäftigt. Der klassische New York-Style, zwei Linien oben gezogen, wie der Train normalerweise wäre und versucht in diesen zwei Linien die Styles unterzubringen. Na, du hast aber auch mal gesagt in einem Interview, was ich mit dir geführt habe, ist so, dass der Amsterdam-Style dir nicht so viele Möglichkeiten offengelegt hat, sozusagen daraus was Eigenes auch zu machen und andere Wege zu gehen, dass du ganz schnell da an die Grenzen gekommen bist. TDC, GSC, also Amok, Crime, Desa, Chaos, Koma, Chasm, Scheck, TCF-Bande. Das sind aber so eigentlich die Haupt. Das war auch ein kleiner Kreis, muss man dazu sagen. Das war vielleicht ein kleiner elitärer Kreis, in Anführungszeichen, von vielleicht 20 Leuten, 25 Leuten, wenn es hochkam. Ja, das ist hier von Amok, Kretzer hat irgendwo reingemalt. Dadurch, dass wir diesen New York-Style und die sehr, sehr frühen Leute wie Amok, Scheck, halt so Leute hatten, halt so, die schon sehr, sehr geile Style-Leute waren, ja, brauchten wir auch gar nicht mehr so weit gucken. Halt so. Wir waren sowieso inspiriert. Klar, nach New York hat jeder geguckt, also das schon. Das ist der erste Hulka, den ich gemalt habe. Halt so. Also ich hatte auch das Gefühl, dass die Berliner mit ihrem Style weiter waren als jetzt mal grob Städte betrachtet. War Berlin weiter? Also warum soll man auf irgendwas blicken, was weit hinter einem ist? Man hat sich Tag und Nacht damit beschäftigt und man hat gemalt und gemalt und wollte immer den Style verbessern. Und ich hatte damals Glück, dass ich so eine Leute wie Jay und Ski um mich herum hatte. Das war mein Vorsprung gegenüber den anderen Berlinern, dass ich mit Leuten zusammen war, die ein, zwei Jahre älter waren als ich. Die ein, zwei Jahre das schon länger gemacht haben als ich. Na, wo ich angefangen war, schon viel los auf jeden Fall. Waren ja auch schon Inka, waren schon da, Forth, Odem, Amok, halt so eine Leute waren. Also das Beste hatte ich schon vor Augen in dem Sinne. Wo dann die Mauer gefallen ist, Das war schon eigentlich so ein kleiner Startschuss so für verschiedene Styles. Und dann sind doch die New Schooler, die New Schooler in Anführungsstrichen, die haben dann auch gleich so sich Amok gehalten und so und das halt so weiterentwickelt. Ja, also ich weiß genau, wo die Mauer geöffnet wurde. Dass wir genau an dem Tag haben wir uns alle Friedrichstraße oder irgendwo getroffen, sind wirklich alle gemeinsam rüber, irgendwo geguckt, wo kommt man jetzt durch. Das war ja ein absolutes Chaos an dem Tag, wo siehst du, die Mauer ist auch so. Und dann sind wir auch wirklich alle rüber. Irgendwie, ich weiß, wir sind zum Alexanderplatz gefahren, aber auch noch Jenne dabei. Und wir waren eine Riesenmeute. Also erstmal gucken, was ist da los, klar. Ich glaube, das kannst du gar nicht auf das Malen nur beschränken, sondern das ganze Lebensgefühl. Da war ja so ein Riesenumbruch
Und alle wollten eigentlich nur was Neues entdecken, sich selbst neu erfinden, neu entdecken. Freiheit, ja pur. Da konnten wir malen, da sind wir in die S-Bahnhöfe reingegangen und haben uns da auf die Schienen gestellt und haben die Wände angemalt während des Betriebs. Die S-Bahnzüge sind an uns vorbeigefahren, wir haben uns nicht geduckt oder irgendwas, weil das hat ja auch niemanden gestört. Ich erinnere mich noch an meine Eltern, wo ich gesagt habe, ich gehe mit einem Freund jetzt an die S-Bahn und Strecke sprühen. Da haben die gesagt, ja macht mal. Diese Zeit war, da gab es einen unglaublichen Run, weil natürlich die Züge auch gefahren sind. Morgens dann irgendwie mit Best am Zug, da ist ja noch zu sehen von dem Boot. Ich sag mal so, wir sind die Generation, die von Phobos noch gejagt wurden. Gleich nach der Wende war es halt so, du konntest sowieso überall malen, also war ein absolutes Chaos. Ein paar Züge gemalt, S-Bahn, U-Bahn, auch an der Line. Es war einmal sehr knapp. Also Hohlcasts sind gefahren, alles Panels, End-to-End. Da war mal einer aus dem Ost-Berlin, so ein Boy, der hat dann, ich habe 102 gehabt und der hat dann irgendwie gleich, wie gesagt, nach der Wende dann so, 3 Jahre später, was irgendwie, hat er dann 105 gehabt, weißt du so. Da sind die New Yorker total abgefahren auf diesen Zug. Und immer halt im Buddelkasten, gespielt mit den Kindern, im Buddelkasten, losgegangen, Trail machen gegangen, wiedergekommen, ab im Buddelkasten rein, mit dem Typ, mit dem Jungen wieder weitergespielt und hab mir nur gedacht, ey, wenn der wüsste, wo ich gerade war, weißt du. Ich fand's schön, der alleinige Krieger zu sein, aber ich fand's auch schön, mit anderen Soldaten in den Krieg zu ziehen. Genau, 90, 91 wurde dann richtig viel, weiß ich, Inka zum Beispiel, da hat er sich ja noch Eis genannt, ist dann immer nach Erkner gegangen, weil die da vor Erkner abgestellt waren, unendlich lange Reihen und so weiter. Rief und ich, wir waren halt schon immer so, dass wir waren Fotoliebhaber. Wir haben halt immer unsere Kamera dabei gehabt und ich habe halt auch viele Fotos gemacht. Und da haben wir so viele Fotos schon 92 gehabt oder sogar schon 90. Dass wir halt auch, dass wir halt dann das Overkill-Magazin 91 rausgebracht haben. Ackerstraße 157 hatten wir ein Haus besetzt, beziehungsweise Skume ist da eingezogen, weil er eigentlich eine Wohnung gesucht hat. Und dann bin ich damit eingezogen und dieses Haus hat einfach nur, hat einfach das Format geliefert, zu sagen so, okay, ey, wir leben hier wirklich in so einem besetzten Haus, wir gehen unser Essen klauen, wir klauen eigentlich alles, wir haben stinkende, müffelnde Füße, weil wir keine Dusche hatten, so, weißt du. Get lost out. Das war in der Nähe vom Corner. Friedrichstraße war der Writer Corner damals. Und so sah es da aus. Das war unser Hinterhof. Ja. Wir hatten kein Wasser, wir hatten keinen Strom. Strom hatte ich dann irgendwann mal illegal wieder angeschlossen. Halt so. Aber wir waren ja sowieso Tag und Nacht nur in den Tunneln unterwegs. Ja, waren nur kurz zum Pennen. Ja, das ist hier von Rance & Sack. Halt so. Da haben wir was reingemalt, damals, wo sie da waren. Auch in Anfang der 90er. So. Das, wie sie gemalt haben, auf jeden Fall haben die, glaube ich, was dagelassen. Weil es sind sehr simple, einfache Buchstaben. Sehr schön anzugucken. Auch die Throw-Offs. Wirklich ziemlich viel in Schöneberg, da wo wir halt so groß geworden sind, ne, hat sich ziemlich viel konzentriert dazu. Die krassesten Style-Writer, die haben alle am liebsten in Schöneberg gemalt und sich auch mit Schöneberg identifiziert. Halt, da war ja halt auch noch so Poet, der sehr gemalt hat damals. Und halt unsere GHS-Truppe, Phosphor, auch selbst in Odem ist immer gerne nach Schöneberg gekommen, hat gemalt, aber die haben auch gerne Hallisches Tor gemalt. Und unsere Streifzüge durch die Berliner U-Bahn-Schächte. Hitzerot, wann haben wir Hitzerot entdeckt? Anfang der 90er, also 92, 93, irgendwie so in dem Dreh. Beste Rot, beste Farbe aller Zeiten. Wenn du die Dächer dann halt so in den Städten abgeräumt hast, ja, und die dicken Trains gemalt hast halt so, dann konntest du natürlich gleich ein paar Hohlkass sein oder machst du gleich einen ganzen Hohlschwein oder so. Das war immer der Push halt nach vorne. Ja, dann hat die eine Crew, dann hat RCB halt da zwei Pieces gemacht und dann hat man sich gesagt, ey, oh, alter Scheiße. Und dann gehen wir da hin und sagen uns, okay, die größte Leiter, die wir finden, so, weißt du, die so viel losen, die wir schleppen können, und dann machen wir das auf jeden Fall größer. Berlin ist seit jetzt immer noch ein Gruppending, weißt du? Nie war irgendwie einer irgendwie mal alleine irgendwie losgezogen, das hat dann irgendwie so ein Ding gemacht. Und immer waren es mindestens 3 oder wenn nicht sogar 20, so, weißt du? Wir sind alle, glaube ich, Leute gewesen, die haben schon ein gewisses Ego gehabt zu dem Zeitpunkt und auch einen gewissen Anspruch. Und da hat sich jeder für seine Interessen ins Zeug gelegt. So Beißes mit seinen Hohlkas. Ich habe mich mehr so auf die Styles konzentriert ab einem gewissen Zeitpunkt. Gume, der hat sich auch ein bisschen mehr auf Styles konzentriert, aber der war auch für uns sehr wichtig, so als Tüftler, als Denker, so der sich dann halt so, weißt du, so wo macht man die Spots, wie arrangiert man da Licht und so. In Tunnels mussten wir Licht teilweise selber zaubern. Skume, wie macht man's? Fertig. So, okay, wir können malen jetzt so. Okay, was kann ich? Ich kann durch die Straßen ziehen und nicht erwischt werden kann ich. Und dann war Bombing meine primäre Sache.
Ja, und deswegen habe ich jetzt nicht wirklich auf New York geguckt. In meinem Umfeld gab es vielleicht Leute, die waren da mehr hinterher und haben da sich Magazine und Bilder angeguckt. Für mich war das eher irrelevant. Der, also ich würde sagen, der Einfluss ist definitiv immer New York, der Einfluss. Aber bewusst, ja doch schon, durch dieses Spraken und Subway Art schon ein bisschen. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, ist es definitiv Amsterdam und Paris. Und wenn du es da wieder auf einen Nenner bringst, dann ist es New York, dann ist es Dondi. Das ist in New York, das ist mein Zug, den habe ich mit Best Two halt so. Wir beide waren mit Poem, mit Dash und mit Rain. Ja, und das ist Adrian hier. Wir laufen so in der Gegend rum, Gesundbrunnen, und ich dachte, ich hätte die geilste Idee auf Fitness. Und meinte zu ihm so, guck so die Brücke runter, so, ey, weißt du was? Wir müssen uns da im Gebüsch verstecken. Und wenn der Zug rauskommt, kommen wir aus dem Gebüsch rausgesprungen und malen von hinten ran. Und dann, wenn der Zug, bevor er rausfährt, verstecken wir uns im Gebüsch. Der guckt mich so, als wenn ich auf LSD kleben geblieben bin. Und meint so, ey, was ist los mit dir? Das gibt's schon längst, das heißt Backjumps. Ich so, wie heißt das? Backjumps. Ich so, oh, geil, jetzt habe ich den Namen für mein Magazin. 92 hat er aber Backjumps gegründet. Und so um die Zeit rum ging's dann los. Der hat ja den New Yorker rübergeholt und hat uns gesagt, so, ey, da lernen, da kannst du lernen, da bist du, es geht nur um Style, Style Writing. Und ich würde sagen, Adrian ist der Initiator dafür. Ich habe dann anscheinend aber auch für mich ein Thema gesucht, an dem ich mich dann für mich persönlich auch abarbeiten kann, weil davor war das ja dann eben, war das ja durch die BBC-Jungs, war das ja auch diese Galerie-Sache sozusagen, Kunstwelt, Leinwände und all das. Und die haben sich da schon... damit schon auseinandergesetzt, so, ne? Und man konnte dann da sehr schnell andocken, und ich habe dann da für mich dann so probiert, dann eben da tiefer reinzugehen, so, ne? Mit dieser Elemente-Tabelle, die ich dann von den New Yorkern habe beschriften lassen und so. This one's also good. Why you think this one is good, personally? Well, this one, it's with the broken back lead and the lever kick, with the brick and the chip, and with the arrow coming off, it just flows, it has a very good flow. And even though the S is almost semi, and it has 2 hours just coming out of nowhere, but it also shows direction. But I mean, one of them, this... Ich so, ey, Doc, kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Dondi hat dich angerufen und hat gesagt, Adrian Nabi steht hier neben mir, ich möchte gerne, dass du ihn kennenlernst. Was glaubst du denn, was ich mit Dondi gemacht habe? Dasselbe wie mit dir, die Kamera aufgestellt und meine Fragen gestellt. So. Okay. Aber ich hab, Doc hat die Aufnahme nie gesehen. It all started with the name. And in doing a name, it's communication, so... Sometimes you have to reach out in bigger and better ways. So you not only bomb insides, you go out and do a piece. And the better the piece you do, the more attention it attracts. In turn, the larger the audience you reach. Von denen konnte ich sehr viel für mich also lernen, also an Verständnis und im Umgang mit Style und so. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Touched off, I really understand. That's not another writer, Amo. How it looks like it's going in another direction. Gerade diese ganzen New York-Reisen sozusagen dann auch. Und das dann, dieses Material hierher zu holen und es dann in meinem Umfeld mit den Leuten zu teilen. Um dann, weil mein Ziel in den 90ern war, Berlin irgendwie nach oben zu bringen. Also dass es mit dem Style-Writing weitergeht. So, ne? Also heute rückblickend muss ich sagen, wirklich mutig waren jetzt nicht so Leute wie die von Ghetto Stars oder Poet oder so, Style-Writing-mäßig, weil die ja nach dem New York-Ding gegangen sind. Es war zwar mein Ding, weil wir alle auf derselben Welle waren, so, ne? Also dieses New York-Ding. Aber mutiger war jemand wie Escher, der komplett ausgebrochen ist. Und ich fand, für mich war das damals Katastrophe, war der letzte Dreck, war Rotz, aber jetzt rückblickend. Aber man muss auch so sagen, so, ne, wenn du dir jetzt einen Poet oder einen Wesp anguckst, der eher so aus einem, wie sagt man, Arbeiterklassehaushalt kommt, während ein Escher, seine Mutter war Kunstlehrerin, der hat ein ganz, ganz anderes Gedankenkonstrukt, ein ganz anderes Mindset im Kopf schon und Malerei, der konnte ganz anders malen, der konnte ganz anders mit Licht und all dem, das war ihm schon so mit in die Wiege gegeben. Und so ein Typ lässt dann auf Writing los, der kann ganz anders, der stellt auch ganz anders Sachen in Frage. Wir waren auf Identitätssuche, während er das ganz anders auseinandernehmen konnte und sich ganz anders auch Sachen getraut hat, so, ne? Also, da hat man, also das heißt, aber trotzdem würde ich sagen, war das schon mutiger. Also jetzt als
das, was meine Freunde oder Homies gemacht haben, so, ne? Das sind die Einzelpersonen halt so, die da waren, ja, und dass wir uns da so gefunden haben. Viele haben sich da wirklich sehr intellektuell mit auseinandergesetzt, ohne ihn zum Beispiel einzunennen, ja, auch anstrengend mit dem zu diskutieren, Poet auch anstrengend mit dem zu diskutieren, aber die haben einen wahnsinnigen Druck auch in die Szene hineingeübt. Ja, die haben sich als Toy wirklich zerrissen. Ja, auf der anderen Seite auch irgendwo immer wieder eine Chance gegeben. Aber du konntest nicht einfach losgehen und sagen, wieso, da steht doch mein Name und kannst doch lesen, fertig. Es fühlt sich, war ich das? So wie ein anderes Leben. Ja? Nicht schlecht war ich das, nicht im negativen Sinn, sondern es war ein anderes Leben irgendwie. Damals dachte ich, ich werde nie aufhören damit.